Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Alex Drives und heute geht es um den neuen Volkswagen Polo. Seit 1975 über 18 Millionen verkaufte Exemplare, das muss man sich mal vorstellen. Und auch den Vorgänger gibt es jetzt nun schon ein paar Jahre und deswegen hat VW gesagt, es wird an der Zeit für ein kleines Update, für eine Auffrischung und um genau die soll es heute gehen. Vorab schon mal viel Spaß. Was ist denn alles so neu beim VW Polo? Und generell lässt sich auf jeden Fall sagen, dass sowohl technisch als auch optisch er einem Golf 8 immer näher herankommt. Und wir schauen einfach mal, warum das denn so aussieht. Fangen wir mal an der Front an. Wir haben einen neuen Stoßfänger bekommen, überarbeiteten Kühlergrill, neue Scheinwerfer. Und was ab sofort immer mit dabei ist beim Polo, ist das LED-Licht. Das ist serienmäßig mit dabei. Ihr habt dann die Option, gegen Aufpreis euch für die Matrix-LED-Scheinwerfer zu entscheiden. Was auch beim neuen Polo hinzukommt, was man mittlerweile schon bei diversen neuen VW-Modellen kennt und eigentlich so zum Markenzeichen wird, ist das Leuchtband hier in der Mitte, was durchs Logo geht, was eigentlich auch sehr cool aussieht bei Nacht, wie ich finde. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen zu erwähnen. Generell, er ist zwar erwachsener geworden, aber die Maße bleiben eigentlich ziemlich gleich. Er ist immer noch seine rund 4 Meter lang. Wir haben aber sehr kurze Überhänge bekommen, sowohl vorne als auch hinten. Das sorgt natürlich für einen sportlicheren Look. Wir haben einen Radstand von 2,56 Meter und dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal direkt zum Heck über. Das Heck ist optisch definitiv der Grund, warum der Polo optisch so unglaublich nah an den Golf 8 herangekommen ist. Und schauen wir einfach mal, warum. Wir haben neue Lichter bekommen, neue Rückleuchten, zweigeteilte Rückleuchter, sprich, wenn ich hier den Kofferraum aufmache, dann sind die hier zweigeteilt. Das heißt, wir haben auch generell eine neue Hecklappe bekommen. Und wenn ihr euch für die Top-Variante der Rücklichter entscheidet, dann habt ihr hier auch, wie hier im Vorbewagen, so ein sehr cooles Lichtdesign. Ihr habt natürlich auch eine dynamische Blinkfunktion, die darf bei so einer Optik natürlich nicht fehlen. Und ich finde, das sieht doch schon eindeutig aus, wenn man das Fahrzeug nur so von hinten anguckt, ohne das Polo-Emblem, dann sieht das schon echt so aus wie ein VW Golf. Der Schriftzug, der darf natürlich nicht fehlen, wie bei jedem mittlerweile neuen Golf auch. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel neu zu sagen. Es wurde etwas überarbeitet und etwas modernisiert, aber ansonsten ist hier nicht wirklich viel passiert. Wir haben hier gerade den Vorwagen in der Ausstattungsvariante Live. Wir haben die Farbe Pure White, die kostet glaube ich 220 Euro ungefähr Aufpreis. Es gibt für den Polo 4 neue Farben, unter anderem auch das Vibrant Violett Metallic. Das ist so ein lila Ton, der gefällt mir optisch sehr gut. Kostet 540 Euro und ich glaube, Grau ist die einzige Farbe, die ohne Aufpreis zu haben ist. Ansonsten in der Live-Variante serienmäßig 15 Zoll Sommerfelgen normalerweise. Wir haben jetzt hier gerade aufgrund der immer niedrigwerteren Temperaturen hier auf 17 Zoll Winterreifen umgestellt. Ich wollte das trotzdem mal erwähnt haben. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einmal kurz den Kofferraum an. Da gibt es jetzt nicht unbedingt so viel zu erzählen. Ich will es euch trotzdem einmal gezeigt haben. Wir haben ein Kofferraumvolumen von 351 Liter. Das sind jetzt 4 Liter weniger als zum Beispiel der neue Seat Ibiza, der vor kurzem erschienen ist. Aber ich sag mal, im Vergleich zur Konkurrenz, der generellen, also nicht der internen Konkurrenz, ist das trotzdem ein wirklich sehr gutes Kofferraumvolumen mit wirklich sehr viel Platz. Wir haben einen doppelten Ladeboden. Unten findet ihr dann die Kuhle, wo normalerweise das Ersatzrad mit drin ist. Ansonsten ist hier nicht wirklich viel zu sagen. Was Variabilität angeht, da kann ich auch nicht wirklich viel sagen, weil es nicht wirklich viel gibt. Wir haben jetzt hier so links und rechts zwei Halter für euren Einkauf, zum Beispiel für Tüten. Ansonsten, was schade ist, es gibt hier leider keinen Mechanismus, um sozusagen die Rücksitzbank runterzuklappen. Das heißt, das mache ich jetzt mal schnell. Man muss erst hinlaufen. Aber was soll's, tun wir das doch einfach mal ganz schnell für die Demonstration. Und ja, also Platz ist schon ganz in Ordnung, was Kofferraum angeht. Wir haben genug Platz und auch wenn ihr dann doch mal kleinere bzw. etwas größere Möbelstücke von IKEA transportieren müsst, dann ist das auch in einem Polo noch irgendwie machbar. Es geht auf jeden Fall
vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Und ansonsten gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr denn von der Optik haltet. Er sieht jetzt vielleicht nicht ganz so sportlich aus wie ein Seat Ibiza, aber ich finde, er hat sich trotzdem sehr modernisiert und gerade durch das Heck kommt er dem Golf 8 schon wirklich sehr nahe. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen mal rein, denn auch da gab es noch mal ein paar Änderungen und machen natürlich auch die obligatorische Sitzprobe. So Freunde, dann machen wir doch direkt mal den Sitzcheck hinten. Viele von euch kennen mich mittlerweile. Ich bin 2 Meter groß. Dementsprechend bin ich nicht wirklich die Norm, vor allem für so einen Kleinwagen. Aber da ich es wirklich in jedem Auto teste, machen wir das auch im dem kleinen Polo. Normalerweise hocke ich eigentlich immer hinter dem Fahrersitz, um es noch deutlicher zu machen, weil der ist ja auf meine Größe eingestellt. Aber das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig und das ist aber nichts Negatives gegen den Polo, sondern das habe ich auch in dem Fabia, in dem Ibiza und in jedem anderen Kleinwagen auch. Es ist einfach schwer in meiner Größe. Ich bin hier, wie gesagt, nicht die Norm. Seid ihr 1,85, sitzt ihr auch hier problemlos auf der Seite. Und wie ihr hier seht, wenn der Sitz auf eine normal sterbliche Größe eingestellt ist, dann habe ich hier auch trotzdem für meine Größe ganz gut Platz. Auch was die Kopffreiheit angeht. Die finde ich sogar erstaunlicherweise gar nicht mal so schlecht. Ich knall es natürlich mit dem Kopf gegen das Dach, aber es ist gar nicht mal so schlimm, wie ich eigentlich gedacht habe. Ansonsten, ja, was man verkraften kann, ist die Mittelarmlehne. Die fällt jetzt hier im Polo weg. Das ist nicht so schlimm für dieses, ja, für dieses kleine Auto, sage ich mal. Ansonsten haben wir hier 2 USB-Typ-C-Anschlüsse. Wir haben hier noch so ein kleines Ablagefach. Und wenn wir uns die Verarbeitung angucken, dann haben wir eigentlich ja, nur Hartplastik so an den Seitentüren. Das ist vorne nochmal ein bisschen anders, aber hinten ist es klar, da ist die Verarbeitung natürlich nochmal qualitativ etwas schlechter als vorne. Geht aber vollkommen in Ordnung. Und sitzen tue ich auch eigentlich ziemlich bequem. Wir haben jetzt hier die titanschwarzen Stoffsitze, die echt auch optisch schön daherkommen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt mal nach vorne und gucken da, was so neu ist. So Freunde, herzlich willkommen im Cockpit des neuen VW Polos. Was haben wir denn so alles Neues dabei? Zum einen hier das Lenkrad, Multifunktionslenkrad, serienmäßig mit dabei. Ist jetzt neu im Polo, kennt man aber auch schon aus diversen anderen Volkswagen. Und das bleibt auch wirklich bei den Knöpfen hier. Ihr habt ja nicht noch die Möglichkeit, wie zum Beispiel im Golf, euch für haptische Knöpfe zu entscheiden. Und damit könnt ihr hier einmal das Virtual Cockpit bedienen. 2 verschiedene Größen gibt es. Einmal die 10,25 Zoll, das ist die größte Variante, das Digital Cockpit Pro. Und ansonsten habt ihr die normale Variante, die 8 Zoll. Und dann könnt ihr hier übers Lenkrad verschiedene Ansichten wählen, was auch immer ihr optisch denn am liebsten habt. Und dann drücke ich schon zu schnell rum und bin weg. Und dann könnt ihr euch alles Mögliche, auch die Navigation könnt ihr euch anzeigen lassen, Reichweite, was immer euer Herz begehrt. Was auch optional diesmal wegfällt und serienmäßig mit dabei ist, sind einmal die Spiegel. Der ist nämlich elektrisch und verstellbar und auch beheizbar, also das ist alles serienmäßig mit dabei. Und dann haben wir einmal hier unser Navi-Display, kennt man eigentlich auch ganz gut aus jedem anderen Volkswagen auch, beziehungsweise aus vielen anderen Volkswagen auch. Und ja, je nachdem, es gibt 3 verschiedene Größen. Also wir haben einmal das Discovery Media Pro, das ist das größte, das sind 9,2 Zoll. Und dann entfallen sogar hier diese beiden Drehregler, die sind dann nicht mehr da. Wir haben jetzt hier das normale Discovery Media Infotainment System. Das ist 8 Zoll groß und da habt ihr dann wirklich, das sind dann die Merkmale, die 2 Drehregler hier, also noch ein paar Knöpfe erwähnen. Das alles wirklich zu viel ist und es muss auch alles ehrlich gesagt nicht sein. Der kann sich auch für die kleinste Variante entscheiden, dem 6,5 Zoll großen Display. Jedem auch sei, Menü ist vollkommen klar, Apple CarPlay ist hier gerade vorinstalliert bei mir. Das klappt auch problemlos und in dem Fall von dem VW-Wagen auch sogar wireless. Ansonsten, was können wir noch sagen? Hier einmal die Klimaautomatik. Das ist jetzt so wie zum Beispiel im Tiguan für viele vielleicht ein bisschen nervig, weil das läuft alles hier jetzt per Touch. Also ich fisch hier so rum und dann wird es kalter und wärmer. Ja, ist eine coole Sache. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Wir haben eine 2-stufige Sitzheizung, die auch per Touch funktioniert. Also es geht. Es geht auf jeden Fall vollkommen klar. Auch hier muss das alles wirklich nicht sein. Wem das zu viel ist, der kann sich auch für die normale Automatik, für die normale Klimaanlage natürlich entscheiden, beziehungsweise die manuelle Klima. Und die tut auch vollkommen ihren Sinn erfüllen. Ansonsten ist es viel geschäumt, was die Verarbeitung angeht, haben wir an den Seiten fast ausschließlich Hartplastik eigentlich. Das war aber auch zu erwarten, würde ich sagen.
ist jetzt eigentlich nichts Neues. Und wir haben hier unseren Automatik-Wahlhebel. Es gibt den Polo nämlich sowohl als Schalter als auch mit Automatik. Hier das 7-Gang DSG, also nicht so wie im Golf mit dem Shift-by-Wire, sondern hier haben wir noch ganz normal den Wahlhebel. Wir haben noch eine ganz normale Handbremse, auch die sieht man ja immer seltener, aber auch mal schön zu nutzen. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben hier noch ein kleines LED-Licht, falls man das gerade so erkennt. Ja, das geht auf jeden Fall klar. So, Freunde, und ab geht's im neuen VW Polo. Wir haben hier, kurz zur Motorisierung, einen 1 Liter TSI-Motor, 3 Zylinder mit 95 PS und ein maximales Drehmoment von 175 Newtonmeter. Wer noch ein bisschen mehr Leistung haben will, der kann ebenfalls einen 1 Liter TSI nehmen mit 110 PS und der hat dann 200 Newtonmeter an Drehmoment. Und das ist leider dann auch schon die stärkste Variante, der 1,5 Liter TSI Benziner, den haben sie rausgenommen mit 150 PS. Was sehr schade ist, gibt auch keinen Diesel und der schwächste Motor ist ein Sauger mit 80 PS. Was auch ein bisschen schade ist, ist, dass der Polo nicht elektrifiziert wurde. Also klar, es gibt keinen E-Antrieb oder einen Plug-in-Hybrid, das sollte logisch sein. Aber es gibt auch leider kein Mild-Hybrid-System, was ja vor allem in so einer Kleinwagenklasse eigentlich immer von Vorteil ist. Gibt es hier leider nicht, das heißt, man sieht dann doch noch, dass da ein bisschen alte Technik drin steckt. Aber wie dem auch sei, das Fahrzeug fährt trotz alledem eigentlich sehr ruhig, sehr souverän, so wie der alte Polo eigentlich auch. Man konnte, was die Fahrweise angeht oder was die Fahrt in dem Polo angeht, eigentlich nie wirklich irgendwas Negatives sagen. Das Fahrzeug macht es eigentlich schon echt sehr gut, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier neu im Polo dazu, da wir ja auch schon das Multifunktionslenkrad gerade angesprochen haben, viele neue Assistenzsysteme, sprich der Travel Assist, der ist jetzt auch im Polo vorhanden, den klickt ihr dann einfach hier drauf und dann ist das Fahrzeug in der Lage, autonom Stufe 2 zu fahren und ihr müsst eigentlich nur das Lenkrad halten. Ist klar, wenn ihr das Lenkrad loslassen solltet, dann macht ihr das zwar eine Weile, aber irgendwann fängt er dann penetrant an zu piepen und euch dann ja wieder auffordert, dass er die Hände ans Lenkrad nimmt. Was den Verbrauch angeht, haben wir hier, ja, es ist ganz in Ordnung, sage ich mal. Es fehlt halt das Multi-Breed-System und das merkt man dann schon ganz gut. Andere Fahrzeuge in der Klasse verbrauchen dann vielleicht mit Multi-Breed so Liter weniger. Ich dümpel mich eigentlich immer so zwischen 7 und 7,5 Liter herum. Jetzt so im Alltag, sage ich mal, auf gemütlicher Fahrweise in der Stadt oder ein bisschen Landstraße. Und ja, es geht in Ordnung, aber es ist trotzdem schon ein bisschen hoch, würde ich sagen. Ansonsten, ihr habt natürlich die Wahl zwischen Automatik und Schalter. Also der Schalter geht auch voll in Ordnung. Ich kann ja mal Gas geben. Das Fahrzeug ist zwar sehr ruhig, aber für einen Dreizylinder kann der auch mal ganz gut Gas geben und auch ein bisschen sportlicher fahren. Es sind zwar nur 95 PS, aber das muss ja nicht heißen, dass das keinen Spaß macht. Das ist natürlich trotzdem möglich. Schaut gerne mal mein altes Video an vom Polo, den ich hatte, also den Vorgänger. Der hatte, glaube ich, auch 95 PS und der war ein Schalter. Also da merkt man schon nochmal einen Unterschied, ob man dann per Schaltgetriebe oder mit dem DSG fährt. 7 Gänge hat das, funktioniert sehr gut. Das Fahrwerk macht auch einen echt guten Job. Also es dämpft sehr gut ab. Optional könnt ihr euch auch noch für ein Sportfahrwerk entscheiden. Muss aber nicht wirklich zwingend sein in dem Polo. Wie gesagt, wollt ihr wirklich den Polo als Spaßfahrzeug haben, dann würde es natürlich auch wieder dieses Mal den GTI geben. Der hat dann sogar 207 PS diesmal und da habt ihr wirklich dann ein sportlicheres Fahrzeug. Hier reicht das normale Fahrwerk auch. Ihr habt bei der DSG die Möglichkeit zwischen D und S zu wählen, also wenn ihr es doch ein bisschen sportlicher haben wollt, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Das adaptive Fahrwerk, also DTC-Fahrwerk, würde es auch hier wieder nicht im Polo geben. Das heißt, ihr habt hier nicht die Möglichkeit zwischen Komfort, Sport oder Eco zu wählen. Also es bleibt immer der eine Modus und ihr habt dann wirklich nur per Wahlhebel die Möglichkeit auf D oder S umzubeschränken. Wir haben einen ganz normalen DSG-Wahlhebel, also kein Shift-by-Wire, wie wir es zum Beispiel aus dem Golf kennen. Aber das ist nichts Negatives gesagt. Das macht einen ganz guten Job. Das schaltet sehr gut, sehr schnell. Die Fahrassistenzsysteme machen eigentlich auch einen sehr guten Job, also der Travel Assist, der macht keine Faxen, bleibt schön in der Spur. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren und dann würde ich sagen, sprechen wir doch jetzt einfach mal direkt über den Preis und vor allem über das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ja bei so einem Polo schon immer sehr wichtig ist. So, Freunde, sollt ihr Interesse haben an dem Polo, dann schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, denn da habe ich euch das Auto Schmidt und Söhne verlinkt. Die haben mir nämlich diesen Polo netterweise zur Verfügung gestellt.
Das war's von mir mit dem Review. Klein, aber fein zum VW Polo. Die neue Generation ist da. Und das Fahrzeug macht echt einen sehr schönen und soliden Eindruck, würde ich sagen. Er fährt sich top, wie jeder andere Polo eigentlich auch. Und er kommt tatsächlich optisch und technisch, auch wenn es leider kein Mild-Hybrid-System gibt, immer näher an den Golf 8 heran. Und deshalb müssen wir natürlich auch mal kurz über die Preise sprechen. Es gibt fürs Jahr 2021, also nur für dieses Jahr, ein Fresh-Modell. Es ist ein Einsteigspreis für 15.995 Euro, kriegt ihr dann den Polo als Probierpreis sozusagen. Aber das ist dann wirklich ein serienmäßiges Fahrzeug ohne großartige Extras und Assistenzsysteme. Aber ich wollte trotzdem mal erwähnt haben. Ansonsten geht es los ab 17.115 Euro. Wir haben jetzt die Live-Variante mit dem 7-Gang DSG. Da sind wir dann bei ca. 22.000 Euro mittlerweile. Kommen dann die ganzen anderen Extras dazu, wie zum Beispiel das Discovery Media, das Virtual Cockpit Pro, das IQ Light, die Matrix-LED-Scheinwerfer. Dann sind wir da schon ganz schnell bei ca. 30.000 Euro. Das ist echt sehr, sehr viel Geld, keine Frage, lasst da gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Aber ich finde, es muss auch nicht wirklich diese ganzen Extras sein. Ich schätze mal, 25.000 Euro ist ein realistischer Preis, wo man einen schicken Polo bekommt mit einigen Extras, mit dem man zufrieden sein kann. Ich habe mal den Golf 8 konfiguriert in einer ähnlichen Ausstellungsvariante mit 130 PS dann natürlich. Der kostet ca. 35.000 Euro, also nochmal mehr. Und ich finde sowieso, glaube zumindest, dass vor allem VW-Fahrer, die mit dem Golf 8 nicht so ganz zufrieden sind aufgrund der ganzen digitalen Systeme, dass sie sich dann vor allem für den VW Polo hier entscheiden würden. Aber ja, lasst gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, welchen ihr nehmen würdet. Den Polo, den Golf 8 oder den Ibiza, Skoda Fabia oder vielleicht sowas was ganz anderes, wie zum Beispiel der Hyundai i20N. Lasst mich jedenfalls sehr gerne wissen, Leute. Abonniert den Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein, bis dahin, ciao.